Oh nee. Dabei war ich fast da. Nice. Ihr könnt jetzt neue Fertigkeiten erlernen. Laufbahnpunkte, LBP. Wird Fertigkeiten und dann Fertigkeiten erlernen. Hier könnt ihr euch neue Fertigkeiten aneignen. Öffnet das Menü, um neue Fertigkeiten anzueignen, die erlernt werden können. Okay. Muss ich mal gucken, wie das geht. Ah. Weltkarte, Journal, Inventar, Ausrüstung. Fertigkeiten. Erlernt unterschiedlichste Fertigkeiten, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Nutzt die LBP, die ihr in der Schlacht verdient, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Ach, das sind die Punkte da unten. Okay. Ihr könnt Fertigkeiten in jeder beliebigen Reihenfolge erlernen. Die Anzahl der dafür erforderlichen Laufbahnpunkte steigt kontinuierlich an, also wählt sorgfältig. Ach so, okay. Ah. Rast stellt eigene GP und FP wieder her und heilt negative. Oh, das ist natürlich geil. Passatsturm fügt allen Gegnern Windschaden zu. Wert einem Verbündeten ein BP. Charakter weicht einzelnen physischen Angriffen mit Erfolgsrate von 100% aus. Um Söldner auf dem Schlachtfeld zu rufen. Das ist natürlich auch geil. Passatsturm. Wird jetzt Rast nehmen wollen. Seitenschritt, sorry. Na, oh, beim nächsten Mal brauche ich 100. Uff. Das ist viel. Oh, gut. Hey. Hoi, mein Herzchen. Nicht du schon wieder. Willst du Ärger, Gör? Nein, mein Herr. Im Namen der Stadt möchte ich mich entschuldigen. Wir hätten wissen sollen, dass wir gegen euch Hauding keine Chance haben. Das ist für euch. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wein! Da werden die Captains sich aber freuen. Captain, wir haben Wein. Aha, wohl bekomm's. Jetzt nehmen wir die Typen aus. Diese Landratten haben sich nicht mal gewehrt. Wahrscheinlich wissen die nicht mal, wie. In ihrer verdreckten Seepocke von Stadt werden sich nicht viele Piraten verirren. Die Starken fressen die Schwachen. So läuft das eben in der Welt. Eine Lebensweisheit von Captain Leon Bastrell, Geißel der Meere. Hi. Genau, und wir sind in seine Fußstapfen getreten, ohne je zurückzuschauen. Es gibt auch nichts Besseres, als sich einfach zu nehmen, was man braucht. Sir. Captain! Captain! Habt ihr doch gesagt, dass hier nicht genug Platz für zwei Captains ist. You got that right. No, wie ich schon sagte, du bist nur der erste Offizier. Ah. Lass das zanken, ihr Captains. Hier ist noch mehr Wein. Joho. Hast du gerade Wein gesagt? Oh. Das Kind kam gerade vorbei und sagte, der Stadt tut es leid. Diese Landratten lernen schnell.
Oder sie sind zu bierbäuchig, um zu kämpfen. Ein Hoch auf diese Landratten. Auf die schlappen Quallen von Rippeltiden. Prost, Kameraden. Prost. Ja, besauft euch mal. Ich komme gleich zur Sache. Sollte nun soweit sein. Also gut, dann mal los. Bin ich ja jetzt mal... Oh, nice, der Pensionär. Also, das war leicht. Na, was haben die davon, mich zu unterschätzen? Das Dumme ist, hier gibt es keine richtige Karte, oder? Okay, ich kann rauszoomen. Aber ich kann nicht weiter anklicken. Schade. Oh. Oh, einer, der pennt. Kann ich mir denken. Let's do this. Wow. Der hat ganz schön was drauf. Das hält er viel aus. Boah. Schade, dass man halt nicht... Oh, nice. Schade, dass man halt nicht viel sieht. Oh, lol, wir kriegen 5 Punkte für diesen Kampf. Okay, krass. Und 100 braucht man. Nice, wieder eine Heiltraube. Brauche ich aber auch. Zum Glück bin ich runtergegangen. What to do? Hm. Hallo, ich krieg... Shit, ich sehe gerade, der hat 2. Okay, das ist natürlich... ungünstig. My turn now. Let's do this. Uff. Weil ich nicht weiß, wie viel Leben der noch hat, muss ich mich leider heilen. Körperrüstung ist natürlich jetzt nicht so geil, dass er das genommen hat. Nice. Und Level up. Wunderbar. Oh, 11 Punkte für den Kampf erhalten. Anregende Pflaumen. Lol, ich darf nicht rennen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass unten... rot geworden. Oh, da ist eine fette Truhe. Dass unten rechts die Karte rot geworden ist. Was ist denn, wenn ich jetzt das Doppelte einsetze? Dann müsste der doch... Oh. Kriegt er gleich den doppelten Schaden und dann kann ich nochmal... Das macht mehr Sinn. Verbündeten, Verwirrung, Schlaf, Angst. Cheat habe ich nicht.
Ich hoffe, der Gifthauch bleibt nicht bestehen. Das wäre nämlich äußerst unschön. Donnerseelenstein. Och nee, ich war doch fast da. Kleiner Raufbold, Erfolg freigeschaltet. Okay, also wir behalten kein Gift, das ist schon mal sehr gut. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Nein! Zum Glück. Das war mein Fehler gerade. Och! Hätte ich fast verkackt jetzt hier. Uiuiui. Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Kaufen. Eine Heiltraube. Anringende Pflaume. Olive des Lebens. Ja, nochmal für 500. Ein paar Trauben. Danke. So. Verdammt, ich bin richtig gelaufen. Ich müsste aber nochmal zurück, weil wir hatten ja eine Abzweigung nach links. Deswegen hätte ich da gerne gewusst, wo es da hingeht. Ja, hier komme ich zur Kiste. Der ist gut, sehr gut. Erfrischende Marmelade. Nein! Oh shit. Okay, also das bringt mir nichts. My turn now. 61 mit dem Bogen. Okay, dann gucke ich gleich noch mal, wie viel Schaden ich mit dem Speer mache. 62. Pirat 2. Oh, nice. Habe ich insgesamt 31 oder wird mir das angezeigt, was ich pro Kampf kriege? Ich glaube, das, was ich habe, ne? Genau, das, was ich habe. Okay, also unten wird immer der aktuelle Stand angezeigt. Das wäre ein bisschen frech, sag ich mal, wenn wir jetzt schon so viel bekommen hätten pro Kampf. Ich hoffe, dass ihr von Schätzen träumt. Denn wenn ihr aufwacht, habt ihr keine mehr. Oh Gott, der Inner ist wach. Hey, was machst du denn hier? Ich? Nun, ich bin nur zurückgekommen, um das Fass zu holen. Ich gehe jetzt. Ach, das ist aber mächtig freundlich von dir. Mac! Mac, du fauler Sack voll Knochen. Steh auf, wir haben einen Eindringling. Was?
Oh oh. You. Hey, ich kenne dich doch. Du bist das Girl aus der Stadt. Oh, jetzt kapiere ich. Du wolltest unsere Beute klauen, während wir schlafen, was? Den geht aber auch gar nichts, hm? Du hast wirklich Mom kennt, aber das allein bringt dich nicht weit in dieser Welt. Wir kennen kein Pardon mit denen, die uns um unsere schwer verdiente Beute bringen wollen. What? Schwer verdient? Ihr habt alles gestohlen. Ja, haben wir. Also gehört es jetzt uns. Hey. Ihr habt wohl nicht begriffen, was es bedeutet, sich etwas zu verdienen. Ihr begreift nicht, wie viel Liebe und Sorgfalt in die Herstellung all dieser Waren geflossen sind. Wie hart die Leute arbeiten müssen, um sich die Zufriedenheit ihrer Kunden zu verdienen. Und es ist die Aufgabe von uns Händlern, diese Waren jenen zukommen zu lassen, die sie auch zu schätzen wissen. Bei meiner Ehre als Händlerin, ich werde diese Waren zurückbringen. Du bist Highfutter Girl. Glaub ja nicht, dass wir nachsichtig mit dir sind. Die Welt ist ein rauer Ort, das werden wir dir jetzt zeigen. Oh Gott. Oh Gott. Let's do this. What to do? Ja, mach mal so. My turn now. Okay, Händlerfertigkeit. Catch me if you can. Catch me if you can. Ah, lol. Okay, das funktioniert so gar nicht. Mach mal eine Heiltraube. Quatsch. Dann greifen wir noch mal. Nee, wir greifen mal normal an. Wird sein noch mal oder? Na komm. Mach mal so. Okay, das hat ganz gut funktioniert. My turn now. Uff, danach ist er noch mehr Damage. Eieieiei. Uiuiui. Das war schon richtig knapp gerade. Oh. Okay. Oh, der ist schwach dagegen. What to do? Puh. Fügt M gegen einen schweren Windschaden zu. Charakter weicht einzelnen physischen Angriff mit einer Füchse. Weicht einzelnem, also einen wirklich, okay. Ja.
Kampf ist krass. Nice, jetzt haben wir den wenigstens schon mal. Uff. Okay. Gut, dagegen ist er nicht anfällig. Aber dadurch. Nur mal zur Sicherheit. Weil ich gerade nicht weiß, was er macht. Ah, okay, gut. Also das muss ich auf jeden Fall dran vorbei mit dieser Fähigkeit, dass ich hier 100% ausweichen habe. Dagegen ist er auch anfällig. Das ist sehr geil. Gut, also 40 Punkte gibt das ungefähr. So, dann tue ich dir damit erstmal wieder eine reinzwirbeln mit dem Bogen. Jetzt ist die Frage, ich kann ihn betäuben und ihn unterbrechen? Ich weiß das nämlich nicht. Ja, tut's. Sehr gut. Sehr viel. Leben, muss ich sagen. Nice, das kannst du wieder nicht einsetzen. Und dann kann ich gleich nochmal Verstecken Passat ansetzen. Ich hab dem bestimmt schon 500 Leben. Ach, wenn das überhaupt reicht, abgezogen. Nice. Uff, das gab ordentlich. Sogar, oh, what? 1000 Kohle, Gil, was auch immer, wie das hier ist. Eisseelenstein, anregende Pflaume, sehr nice. Jetzt gib mir diese Waren zurück. Du bist ein echt harter Brocken, aber wir fangen ja gerade erst an. Kameran! Du bist ein Trottel, dich mit uns allen anzulegen. In dieser Welt fressen die Starken die Schwachen. Zeit, dass du lernst, wo du hingehörst, du kleine eklige Made. Das reicht. Wer seine Bestimmung darin sieht, Schwache und Wehrlose zu schikanieren, hat kein Recht zu erklären, wie die Welt sich dreht. Was das? Ja, wenn das mal nicht der feige Taue nichts von vorhin ist. Einer mehr, welchen Unterschied macht das schon? Schnappt ihn euch! Er hat das Deck mit uns geschrubbt. Wer seid ihr nur? Oh? Ich denke, jeder Pirat, der auch nur einen Schluck Salzwasser wert ist, sollte das eigentlich wissen. What? Dieser blaue Speer. Mit der Kraft und der Gewandtheit einer Viper. Ist das etwa tatsächlich? Captain Leon Bastral. What? Was? Herr Kapitän, seid ihr wirklich der Leon Bastral?
Dem Namen nach ja. Ein Pirat bin ich aber längst nicht mehr. Nur noch der Kapitän eines einfachen Handelsschiffs. What do we have here? Lasst euch das eine Lektion von einem echten Seemann sein. Prepare yourself. Tote Männer erzählen keine Geschichten. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Bewegt eure Hintern, Kameraden, sonst holt uns der Klabautermann. Ha, ihre Füße sind ebenso schnell, wie ihr Verstand langsam ist. Herr Kapitän? Lass. Nimm mich einfach Leon, Mädchen. Mr. Leon. Herr Leon, danke, dass ihr mich gerettet habt. Eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen. Und, hast du alles beisammen, was du brauchst? Yes. Ja. Jetzt müssen wir die Waren nur noch zurückbringen. Ausgezeichnete Arbeit. Wenn du wieder zu Hause bist, wird deine Ehre als Händlerin größer sein als je zuvor. Ich muss zum Dock. Wir werden bald die Segel hissen. Ihr brecht schon wieder auf? Of course. Die See ruft, Mädchen. Aber vorher? Hä? Warum besuchst du mich nicht auf meinem Schiff? Nice. What's the matter? Worauf wartest du noch, Mädchen? Well, es ist nur, ihr sagtet, dass ihr nur jenen aufs Schiff lasst, denen ihr vertraut. Daher. Nun klettere schon an Bord. Wie cool ist das denn? Lass. Es bedurfte jeder Menge Mut, sich diesen Piraten zu stellen. Und das hat eine Belohnung verdient, finde ich. Huh? Belohnung? Nein. Aus allen Ecken der Welt habe ich zahllose Schätze zusammengetragen. Sie sind mein wertvollster Besitz. Und du darfst dir nehmen, was immer dir gefällt. Really? Wirklich? Ich könnte niemals etwas derart Kostbares von euch annehmen. Es ist schon in Ordnung, Mädchen. Ich bestehe darauf. Oh? Es sei denn, du interessierst dich nicht besonders für Schätze, hm? Wenn ihr das so sagt, dann kann ich wirklich nicht ablehnen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Ich wusste schon immer, dass die Welt voller Schätze ist. Aber ich hätte nie zu träumen gewagt, solchen Wundern wirklich zu begegnen. Das ist wunderschön. Oh, eine gute Wahl. Was nimmt dich an diesem Gemälde so ein, Mädchen? Ich weiß es nicht genau. Unter all diesen unglaublichen Schätzen ist es der eine, der zu mir spricht. Es ist, als ob ich in die Seele des Künstlers blicken könnte. Ich kann fühlen, was er gefühlt hat, alles, was er durchlebt hat. Das ist unvergessene Liebe, ein Werk von Bastian, einem berühmten Maler eines Landes im Westen. Er hat die Frauen verehrt und war 4-mal verheiratet. Dennoch konnte er seine erste Liebe nie vergessen. Sie fand einen tragischen Tod, als beide erst 13 Jahre alt waren. Es war sein Lebenswerk, sie als erwachsene Frau zu malen, als die Schönheit, die sie damals schon zu werden versprach. Er arbeitete bis zum Ende seiner Karriere daran. Heute ist dies eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Puh, das wusste ich nicht. Herr Leon, würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mich noch etwas weiter umsehe? Of course. Sieh ich nach Herzenslust um, Mädchen. Eine geborene Händlerin, ich kann es in ihren Augen lesen. Sie wusste nichts über Bastian, hat das Gemälde aber sofort als Meisterwerk erkannt.
Ich dachte, das wäre hier nur ein verschlafener Küstenort. Aber dieses Mädchen? Sie könnte ein funkelnder Juwel unter gewöhnlichen Steinen sein. Habt ihr etwas gesagt? Das ist es. Ist es in Ordnung, wenn ich das hier nehme, Herr Leon? Lass mich mal sehen. Ich fürchte, das alte Ding bringt dir nicht viel ein. Es gehörte einem Mann, den ich einmal an Bord ließ, als ich noch Pirat war. Offenbar habe ich es nicht weggeworfen und es ging hier zwischen all den Sachen unter. Es ist besser, wenn du dir etwas anderes aussuchst, Mädchen. Nein, ich möchte das hier. Ich kann das nicht richtig erklären, aber es scheint mich magisch anzuziehen. Gut ist das? Dann betrachte es als deins. Vielen Dank, Herr Leon. Lebe wohl, Mädchen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages als Konkurrenten wieder, aber ich werde mich nicht übertreffen lassen. Das schwöre ich bei meiner Händlerehre. Ankerlichtmänner, das Meer ruft. Eigentlich wollte ich ja das jetzt nicht vorlesen. Ach, das war ein Buch gewesen, was er sich genommen hat, wa? Can't wait to go home and read it all. Nice, es hat alles wunderbar funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, mach mal hier an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Die Folge ist wahrscheinlich etwas länger geworden. Naja, bei weitem länger. Scheiße. Aber das lief alles gerade wunderbar und ich konnte nicht aufhören zu spielen. Ja, dann. Vielleicht mache ich daraus eine dritte Folge. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Ja, wie gesagt, vielen Dank beim Zusehen zu den ersten paar Minuten oder Stunden hier bei Octopath Traveler. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.